willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und auch an alle neuen Zuschauer ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und alle anderen natürlich freue ich mich auch sehr. Heute geht es mal wieder um ein ganz neues Thema hier auf dem Kanal. Es spuckt mir schon eine Weile im Kopf rum und ja, ihr habt es gelesen sicherlich in der Thumbnail und zwar möchte ich gerne ein Kreuzstich-Set umwandeln in ein Diamond-Painting. Ihr wisst ja, die Nummern vom Kreuzstich sind auch die gleichen DMC-Nummern für Diamond-Painting und die Farben sind ja genormt bei den DMC-Nummern. Kreuzstich hat zwar noch ein paar mehr, 1 bis 35 gibt es da noch, das sind ja die ganz neuen Farben. Vielleicht kommen die auch noch ins Diamond Painting, das kann ich mir gut vorstellen. Aber im Moment haben wir 447 Farben. Und ja, ich möchte mir, wie gesagt, ein Kreuzstich-Set umwandeln und habe gedacht, ich nehme euch da einfach mal mit auf dieser Reise. Ich sehe das ganz viel in den amerikanischen Content. Ich schaue ja ganz viel die Jordan. Und sie macht ganz viel Cross-Stitch-Conversion, heißt das auf Englisch, ne? Also Umwandlung von einem Kreuzstich-Set in ein Diamond-Painting. Und, aber es machen auch viele anderen. Diamonds and Washi, glaube ich, hat es gemacht. Und ich meine, die Rachel Ree hat es auch gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also es gibt wirklich viele YouTuber im Diamond-Painting-Bereich, vorwiegend im Englischsprachigen. Und ja, ich möchte das auch probieren, möchte das auch gerne machen. Ihr wisst ja auch, dass ich gerne pixel. Im Prinzip ist es auch gar nicht so kompliziert. Man muss nur ein paar Kleinigkeiten beachten und ich werde das in zwei Teile teilen. Einmal erkläre ich euch, so wie ihr anfangt, was ihr beachten müsst. Und im zweiten Teil, wie ihr vorgeht beim Painten. Und was für Möglichkeiten ihr da habt, ne? Also, fangen wir an. Als erstes braucht ihr natürlich eine Kreuzstichvorlage. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel, was viele ja machen, bei Heaven and Earth Design. Das ist eine Plattform für Kreuzstichvorlagen. Die bieten allerdings auch Diamond. Also man kann auch dort Diamond Paintings kaufen. Und da könnt ihr zum Beispiel Kreuzstichvorlagen kaufen, die bekommt ihr dann als PDF. Und das machen sehr viele, weil das sind alles lizenzierte Vorlagen, das heißt, das sind alles Künstlervorlagen, es sind sehr, sehr viele Künstler mit dabei und auch dort habe ich mir ein Set gekauft. Es gibt aber noch mehrere Plattformen, nicht nur Heaven and Earth Design. Es gibt auch die Möglichkeit, ihr könnt zum Beispiel auf Etsy gehen oder ihr könnt auch mal schauen, vielleicht habt ihr auch ein Kreuzstich-Set daheim. Und ja, also ihr schaut dann einfach mal im Welt des Internets, im World Wide Web, schaut ihr einfach mal, wo kann ich denn Kreuzstichvorlagen bekommen. Am besten ist es, ein PDF zu bekommen. Das könnt ihr dann gleich direkt runterladen und können dann quasi loslegen. Wer keinen Drucker hat oder auch kein, vielleicht nicht so internetversiert ist, es gibt auch viele Firmen, die sowas auch als Papierform anbietet. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass diese Vorlage auch DMC-Nummern beinhaltet. Wie zum Beispiel bei Gecko Rouge ist es so, da bekommt ihr ein Kreuzstich-Set und bekommt aber nur Farbnummern. Oder zum Beispiel auch jetzt bei Lanate, bei dem Secret Stitch Along, wo den ich mache, dieses Kreuzstich-Set, da bekommt ihr auch nur eine Laufnummer, also 1 bis 30 zum Beispiel und das Symbol dazu. Wenn ihr keine DMC-Nummer habt, dann wird es schwierig, das umzuwandeln. Ne? Bei Gecko Rouge, die machen das extra, damit es geschützt ist, dass es nur als Kreuzstich verwendet wird und nicht als Diamond Painting. Das wollen die nicht. Also das ist ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall schaut, dass ihr euch ein Kreuzstich-Set aussucht. Oft ist es auch mit dabei, steht es mit dabei, DMC-Nummer. Ich zeige euch mal ganz kurz meine Sammlung im Pattern Keeper. Wartet mal, ich hole gerade mein Tablet her.
So, hier habe ich einmal mein Pattern Keeper und da seht ihr, was ich so für Vorlagen habe. Zum Beispiel das hier, der Otter, bei dem habe ich aber dem Sinne, ich mache mal hier die Biene zum Beispiel. Hier seht ihr, hier haben wir nur die Lauf, das Symbol und die Laufnummer 1, 2, 3, 4. Ne? Und hier sieht man nebendran das Symbol. Ich sehe zwar, wie viele Steinchen oder Stiche ich dann bräuchte, aber ich sehe nicht, welche DMC-Nummern. Von daher ist sowas schwierig. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr euch eine Kreuzstichvorlage aussucht, dass ihr wisst, dass in DMC-Nummern hinterlegt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, zum Beispiel bei Etsy oder so, dann schreibt einfach dem Händler. Bei Heaven and Earth Design sind immer DMC-Nummern hinterlegt. Das zeige ich euch jetzt mal. Heaven and Earth Design zum Beispiel hier. My Angel of Justiz, ne? Das seht ihr, da haben wir einmal das Symbol, die DMC-Nummer und wie viel Stiche bzw. wie viel Steinchen ich benötige. Also da könnt ihr auf jeden Fall immer, habt ihr immer DMC-Nummern dabei, wenn ihr bei Heaven and Earth Design euch eine Vorlage aussucht. Ich verlinke euch natürlich auf jeden Fall den Heaven and Earth Design Shop unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr stöbern. Die haben auch gerade im Moment heute, ich weiß nicht, ob morgen ist, hieß bis zum 18. Auf jeden Fall 50% Rabatt. Das heißt, ihr kriegt eine Vorlage um die Hälfte des Preises. Je nachdem liegt der so zwischen 6 und 9 Euro im Moment. Normalerweise kosten die so um die 19 Euro, die Vorlagen. Genau, das ist wichtig. Also hier habe ich hier, das hier zum Beispiel ist Heaven and Earth Design. Das habe ich selber gepixelt, das habe ich jetzt abgebrochen. Das gefällt mir einfach nicht mehr. Ich zeige euch mal ganz kurz die Vorschau. Ja, das habe ich selber gepixelt, es gefällt mir einfach nicht. Und ich habe das jetzt abgebrochen, ich habe fast gar nichts gepainted. Und habe mir jetzt ein ganz tolles Design von Heaven and Earth rausgesucht. Zum Beispiel, das hier ist auch Heaven and Earth. Das ist von dem Künstler Lenut Afremov. Ich kann es leider nicht aussprechen. Entschuldigt bitte. Auf jeden Fall, der hat ganz viele solch bunte Designs. Und das ist auch nicht so ein großes Design. Also, dann kommen wir nämlich zum nächsten Schritt, die Größe. Ihr wisst also, ihr sucht euch eine Vorlage aus, beziehungsweise überlegt euch, okay, ihr möchtet vielleicht von dem und dem Künstler, sucht euch ein Design aus, das euch gefällt. Und das gibt es als Kreuzstichvorlage, zum Beispiel ein Heaven and Earth Design hier, wie hier. Dann müsst ihr natürlich noch ermitteln, wie groß wird denn das Bild. Ja, und zwar ist es so, hier steht immer die Größe dran. 225 Stiche breit und 226 Stiche hoch. Das heißt, ihr müsst euch das dann umrechnen. Ein Steinchen in eckig hat ja 0,25 mm Breite mal Höhe, also, ne? Und ein rundes Steinchen 0,28. Also dann müsst ihr euch ausrechnen, zum Beispiel 225 mal 0,25 rechnet ihr dann, dann habt ihr die Größe, was da rauskommt. Da kommt, glaube ich, um die 60 cm sind das, glaube ich, ungefähr. Gucken mal, ob man hier einen Taschenrechner, ich weiß gar nicht, ob ich hier auf meinem Dings... Na, wartet mal. Ach da. Doch, ich habe einen Taschenrechner hier drauf. Also was haben wir gesagt? 225 mal eckige Steinchen 0,25 sind 56,25 cm. Also wisst ihr, ich habe ungefähr, also es ist ja fast das gleiche, bis auf eine Reihe, ist unterschiedlich. Ne? Sie ist halt 226. Also wisst ihr ungefähr, eure Leinwandgröße muss ungefähr 26,525 mal 56,5. Ne? Ich würde euch empfehlen, einfach eine Leinwand zu nehmen, die 60 mal 60 ist.
Weil manchmal hat man bei den Händlern, das ist total unterschiedlich, hat man vielleicht das Problem, dass an der Leinwand vielleicht ein, zwei Reihen fehlen, weil das nicht ganz genau 56 cm ist. Ihr kriegt wahrscheinlich eh keine Leinwand, die 56 cm breit ist. Die sind ja meistens abgerundet. Also dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr so ein Bild nehmt eine Größe von 60 mal 60, also rechnet euch lieber einen Zentimeter Puffer ein. Ich hatte das ja bei meinem ersten Set, das hatte ich eine Leinwand bestellt, 50 mal 70, aber die war dann 2 Zentimeter kürzer statt 70 Zentimeter. Das war dann ein bisschen blöd, weil das dann nicht gepasst hat von der Vorlage her. Und man will ja ungern da was abschneiden. Ich meine, hier könnte man notfalls vielleicht ein, zwei Reihen kürzen, ne? Das wäre vielleicht kein Problem. Aber rechnet euch einfach einen Puffer, wenn ihr jetzt so eine ungerade Zahl rauskommt, rundet einfach auf. Oder den Rest könnt ihr ja dann abschneiden, wenn ihr fertig seid mit der Leinwand, ne? Oder benutzt es für Sticker, macht euch noch Sticker draus oder so. Ja, genau. Also, ihr habt euch eine Vorlage ausgesucht, wo ihr sagt, oh, das gefällt mir. Dann müsst ihr natürlich gucken. Da steht bei den Kreuzstichvorlagen meistens immer mit dabei, also bei den Händlern, wo ihr kauft, bei Etsy zum Beispiel. Das hier habe ich bei Etsy gekauft. Da kann ich euch den Shop auch mal verlinken unten. Das schauen wir uns mal die PDF an. Hier seht ihr auch die Größe 300 mal 400. Das wird schon sehr groß. Und hier steht auch 150 DMC Farben. Ne? Wenn ihr jetzt mal rechnet, die größte Größe 400, das ist schon sehr groß. Ne? Bei Kreuzstich ist es halt natürlich anders, aber die Kreuzchen sind ja kleiner als 400 mal 0,25, was ist eckige Steine, das wäre schon 1 Meter groß, ne? 1 Meter, was haben wir gesagt? 300, ja. Das heißt, halt. 300 mal 0,25. 75 mal 1 Meter wird das groß, wenn ich das jetzt umwandeln würde in eine Leinwand, ne? Da würde ich mir jetzt zum Beispiel eine Leinwand holen, die 1 Meter wahrscheinlich, ich würde nicht 1,10 Meter machen, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob man 1,10 Meter bekommt. Kriegt man sicherlich. Ich verlinke euch mal einen Shop. Also ich weiß, dass ihr bei Diamond Painting Deutschland, also bei Blümex, auf jeden Fall Rasterleinwände bekommt. Da habe ich jetzt auch eine bestellt. Und dann verlinke ich euch noch einen AliExpress-Shop, wo ihr auch auf jeden Fall Rasterleinwände bekommt. Ne? In verschiedenen Größen. Gut, also. Dann, wie gesagt, das hier ist zum Beispiel von Etsy. Und dann wisst ihr ganz genau, okay, ihr habt jetzt euer Bild, ihr habt jetzt eure Größe und wisst ganz genau, okay, das passt für mich von der Größe. Und dann habt ihr vielleicht die Leinwand schon bestellt und eure PDF schon runtergeladen. Und dann bekommt ihr meistens auch eine Liste dazu, so wie hier zum Beispiel. Ne? Hier steht zwar dran, hier sind zum Beispiel die neuen DMC-Nummern. Seht ihr das? Da würde ich an eurer Stelle auch ein bisschen drauf achten. Es gibt aber noch Floss-Color-Tool, heißt das. Das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr die DMC-Nummer eingeben und dann werden euch zum Beispiel vergleichbare DMC-Nummern, die ihr dafür ersetzen könnt, die ähnliche Farbton haben. Dann könnt ihr da vielleicht eine von den älteren nehmen, ne? Also nicht von den neuen. Genau, und hier zum Beispiel ist es so, hier haben wir auch noch eine Liste. Wenn ich mir das jetzt umwandeln würde als Dings, dann sehe ich hier, okay, ich brauche von der DMC 05 1318. Beziehungsweise fangen wir mal bei einer bekannten Farbe an. Von der 152 brauche ich 450 Steinchen. Ne? Dann wisst ihr, okay, wie viel ihr euch bestellen müsst. Oder ihr benutzt die Steinchen, so mache ich, aus eurem Restebestand. Ne? Ihr könnt entweder die Steinchen bestellen. Verlinke euch auch bei AliExpress einen Händler, der die Harzsteine hat, also sehr gute Qualität. Da könnt ihr dann euch die Steinchen bestellen. Der
Packt allerdings im 200er Pack ab. Also ihr müsst dann immer rechnen, 200 Steinchen pro Tüte. Und dann bestellt ihr am besten pro Farbe nochmal ein Tütchen mehr. Denn es kann immer mal sein, dass man Ausschuss hat. Bei zum Beispiel Farben, wo man viel braucht, ne? Da würde ich sogar zwei Beutel mehr bestellen, weil da ist die Chance sehr groß, da hat man natürlich mehr Ausschuss, ne? Obwohl 200 Steinchen Puffer ist schon sehr gut, ne? Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel eine Farbe habt, wo ihr wirklich nicht viel braucht, ja, sagen wir mal, ich guck mal, ach, ich finde jetzt gerade keine, weil das alles über 100 sind. Manchmal hat man aber auch vielleicht eine Farbnummer. Angenommen, ihr habt von der Farbnummer, was weiß ich, 310, nur 50 Steinchen. Ihr braucht nur 50 Steinchen, dann reicht ein Beutel. Ne? Bei 50 habt ihr 150 Steinchen Puffer, circa. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Ne? Ich mache es jetzt aber so, dass ich mir das nehme aus meinen Restesteinen. Ich painte ja schon seit 2020, seit 2020, das sind jetzt schon 4 Jahre. Und es hat sich natürlich einiges angesammelt an Restesteinchen. Und die möchte ich verwerten. Und zwar zeige ich euch, was es ist. Ich habe bei Heaven and Earth Design natürlich eine Vorlage gekauft, weil sie ja natürlich so günstig sind. Und habe dann auch geguckt, okay, was eignet sich. Bei Heaven and Earth Design ist es immer sehr schwierig, da eine passende Vorlage zu finden, weil die oft sehr groß sind. Am besten ist es so, wenn ihr eine Vorlage findet, schaut, ob das auch als Mini-Variante gibt. Also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr dann die Vorlage auf, also das Produkt aufruft quasi im Shop, dass ihr dann unten gucken könnt, gibt es auch noch in Mini oder Max Color, es gibt manchmal von einem Bild verschiedene Varianten. Da würde ich auf jeden Fall schauen und dann wählt auf jeden Fall Mini ein aus oder Quick Stitch. Das sind Vorlagen, die kleiner sind. Ne? Ich habe mir jetzt ausgesucht von Amy Stewart. Ich zeige es euch mal lieber in Papierform, ist einfacher. Ich habe es nämlich ausgedruckt natürlich. Das mache ich meistens so. Man weiß ja nie, vielleicht geht das Tablet kaputt oder keine Ahnung. Und dann hat man es einfach auf Papier und kann vom Papier runterarbeiten. Das ist das Bild von Amy Stewart und das heißt Mini Love Letter Chocolate Shop. Ja, richtig, richtig toll. Und hier steht die Größe dran, zum Beispiel 325 mal 232. Das ist so circa 60 mal 80. Ich glaube 58 mal 81 ungefähr ist es. Und ach, hier habe ich es auch sogar hingeschrieben. Seht ihr? 81,25 mal 58 cm. Ich habe es nämlich schon umgerechnet, damit ich ungefähr weiß, was für eine Leinwand ich bestellen muss. Ich habe jetzt eine Leinwand bestellt in der Größe 60 mal 90. Ja, bei Diamond Painting Deutschland. Also bei Blümex. Und die hat mich gekostet um die 23 Euro. Ne? Aber da ich ja nur Restesteine verwende, brauche ich ja nur die Leinwand kaufen. Ne? Und kann dann, hab dann ein wunderschönes Bild, wie ihr sehen könnt, in 60 mal 80, also gerundet. Ne? Dann und habe nur 23 Euro dafür bezahlt. Ich finde es eine ganz tolle Möglichkeit, auch seine Reststeine zu verwerten. Wenn ihr aber sagt, oh, ich will gar nicht so lange warten, ich möchte direkt anfangen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr euch die Steinchen bestellen könnt. Ne? Ich verlinke euch, wie gesagt, bei AliExpress den Shop Homefun. Den kennen sicherlich viele. Da könnt ihr eure Steine bestellen. Bestellt auf jeden Fall von jeder Farbe ein Päckchen mehr. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Was ihr nicht braucht, wandert in euren Stash. Ne? In eure Restesteine-Sammlung. Und ja, ich habe mir gedacht, wir kitten heute und mal das Set zusammen. Und danach gibt es ein neues Video, der Teil 2. Da fange ich dann mit euch an und zeige euch, wie ich vorgehe, zeige euch den Pattern Keeper nochmal ganz genau.
Und damit ihr ungefähr wisst. Also ihr könnt jetzt auf jeden Fall nach Kreuzstichvorlagen schon mal shoppen und gucken, wo gibt es denn tolle Designs. Ladet euch die runter, gruselt in eurem Restesteine-Lager oder fragt Freunde, ob die vielleicht noch Restesteine haben für euch. Und ich räume schon mal meinen Koffer her und dann, das Set hat nämlich 90 Farben. Das ist richtig ordentlich. Aber die Amy Stewart, ihr kennt, da gibt es auch noch so Weltreise, Riesenteil. Zum Beispiel, ich glaube, das ist sogar Diamonds and Washi. Ja, ich glaube, Diamonds and Washi, die macht gerade Bookshelf Tour. Ich weiß jetzt nicht, ob es das ist oder ein ganz, ganz großes. Und das ist in so verschiedenen Etagen, ich glaube, 4 Etagen. Und sie hat jetzt eine Etage fertig gepaintet. Oder ist schon die dritte oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin nicht immer up to date bei ihr auf dem Kanal, aber ich habe es halt gesehen bei ihr. Und hier habe ich meine 2 Koffer, einmal ein 30er und ein 60er. Ich habe ja 90 Farben. Und es ist so, ich habe ja vorher Restesteinebildchen gesammelt, wo ich euch gerade gezeigt habe, das, was ich gepixelt habe, was mir aber einfach nicht mehr gefällt. Und das möchte ich jetzt ändern. Ich habe natürlich gleich geschaut, welche Farben ich in meinem Set verwenden kann. Das sind die hier. Die habe ich auch noch nicht leer. Die habe ich deswegen auch nicht leer gemacht, weil das ist ja Quatsch. Die kann ich ja dann direkt da verwenden. Ich brauche einfach nur neue Sticker drauf machen. Ich habe mir, wo ist jetzt hier? Also die Sets von Heaven and Earth Design sind so aufgebaut. Die kriegt einmal eine Anleitung. Es ist aber auf Englisch. Dann bekommt ihr hier die Symbole mit dem C-Nummer. Das Two Strands, das braucht ihr euch, das sind nur die Garne, das heißt, man weiß, wie viel Docken man braucht von jedem. Hier sind die Symbole. Ja. Und hier hinten bekommt ihr nochmal eine Liste. Hier wisst ihr ganz genau, okay, wie viele Steinchen brauche ich denn? Hier zum Beispiel von der 152 brauche ich 783 Steinchen. Ne? Dann wisst ihr, okay, wie viel ihr ungefähr von der Farbe braucht. Ja, das werde ich mir jetzt auch einmal hier auf die Seite legen. Beziehungsweise ich lege es mir hier vor vielleicht. Dann habe ich mir das noch einmal ausgedruckt und habe das, weil das so auseinander ist, ne, so breit auseinander. Halt, hier sind ja die Symbole. Hier seht ihr, das ist so weit auseinander, das Symbol und die DMC-Nummer. Habe ich mir einfach das in 2 Streifen geschnitten, nebeneinander gelegt und einfach mit dem Tesa verbunden. Und das ziehe ich jetzt einmal durch meinen Sticker-Maker durch. Man hätte sich das eigentlich rein theoretisch auch gleich auf Stickerpapier ausdrucken können. Aber ich wollte, dass das nebeneinander ist, ne? Und jetzt ziehe ich mir das einmal durch. Ich muss mal gucken, ob ich da. Nee, ich ziehe es zweimal durch. Und setze mich dazu erstmal hin. So. Dann. Den Sticker Maker kann ich euch auch gerne verlinken, wenn ihr möchtet. Und damit könnt ihr halt dann super easy eure Fläschchen bekleben. Ich meine, ich habe jetzt 90 Farben, das dauert eine Weile, bis wir das zusammengesucht haben, aber ich habe sicherlich nicht von jeder Farbe da was da. Von daher werde ich jetzt auch keine 90 Flaschen wahrscheinlich befüllen. Aber ich habe, denke ich, schon einiges, gerade in Eckigstein. Jetzt habe ich ja auch wieder wahrscheinlich, so wie es aussieht, schaffe ich diesen Monat 3 Bilder fertigzustellen. Und da habe ich dann auch wieder Eckigstein. Also man sammelt dann immer wieder und bei jedem Bild, das man dann wieder downkittet, kann man dann sich die Steine wieder hier reinfüllen in seine Fläschchen, ne? So, ich ziehe einmal hier oben die Schutzfolie ab. So.
Und dann braucht man natürlich eine Schere. Am besten eignet sich da immer so eine Schere, die so ein bisschen spitz ist. Ich schneide mir hier einfach mal hier unten. Und dann schneide ich mir hier an der Symbolleiste an der Seite weg. Braucht ihr nicht zwingend, aber dann brauche ich das nicht alles einschneiden. So. Auf der Seite lasst ihr es bitte hängen dran, den Überstand, ganz wichtig. Und dann schneidet ihr euch das einmal so ein. So. Aber nur bis zum Papierende, damit es hier zusammenhängt. Und dann könnt ihr euch das ganz einfach als Sticker abziehen und braucht da nicht rummachen, ne? Und braucht nicht jedes einzelne abknibbeln. Und jetzt kann ich das sowieso nicht mehr, weil ich habe jetzt da meine Nägel machen lassen mit Gel und ach, da kann man sowas sehr schlecht, weil man die Fingerkuppen so abgerundet sind durch das Gel. Und dann schneide ich mir das jetzt einfach mal ein und kann mir das auf meine Fläschchen dann draufkleben. Aber wir machen das so nach und nach, weil ich ja hier noch ein paar Fläschchen habe. Da muss ich gucken, welcher Sticker ich da verwende. Und so habe ich halt ein wunderschönes Bild und habe nur die Leinwand zahlen müssen, in dem Sinn, weil ich ja meine Restesteinchen verwende. Und das Bild paintet sich dann einfach nach und nach, ne? Man kann dann immer so ein bisschen painten. Man kann ja die Folie drauf lassen. Apropos Folie. Bei Diamond Paintings Deutschland müsst ihr drauf achten, wer da vielleicht das nicht so mag. Die haben zwei Arten von Leinwand. Einmal mit durchsichtiger Folie, also mit Flüssigkleber. Meine hatte Gott sei Dank Flüssigkleber, aber manche ihrer Rasterleinwände haben noch die undurchsichtige Folie drauf. Obwohl die Leinwände von Diamond Painting Deutschland sind sehr gut, ne? Aber wer das nicht mag, guckt vielleicht drauf. Ich guck mal, ob ich einen AliExpress-Shop finde, der die Flüssigkleber-Leinwände hat, wo ihr das bestellen könnt. Und dann könnt ihr mal schauen, am besten, ob ihr da vielleicht was. Ansonsten, wie gesagt, Diamond Painting Deutschland, die sind jetzt, wie auch gesagt, nicht so gut, nicht so teuer. Nur 23 Euro für 90 mal 60 ist doch schon ordentlich, ne? Also, da kann man nichts sagen. Ist ja eine große Leinwand. Und da habt ihr halt die Leinwand dann auch innerhalb von ein paar Tagen. Das ist halt richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Shops gibt in Deutschland, die auch Blanko-Leinwände anbietet. Oder ob das wirklich tatsächlich nur Diamond Painting Deutschland ist. Ich habe tatsächlich mir auch schon überlegt, Blanko-Leinwände anzubieten, weil ich ja auch diese Mystery-Bilder anbiete, wo ihr ja auch auf Blanko-Leinwänden paintet. Aber ich bin ja da bei einem Großhändler, das heißt, ich müsste die dann auf Vorrat vorbestellen. Ich habe mir auch schon überlegt, tatsächlich, ob ich euch einen Service anbiete, dass wenn ihr zum Beispiel mir eure Liste zuschickt, eure Steinchenliste, dass ich euch die Steinchen organisiere, wenn ihr sie bestellen wollt, ne? Und passend dazu auch noch die Blankoleinwand. Dass ihr quasi von mir Steinchen und für euer Set bekommt, muss ich mal gucken, mal mit meinem Händler sprechen. Aber ich denke, es wäre kein Problem. Ich muss mal fragen, wie groß die Leinwände bei ihm maximal sind. Das ist immer schwierig, weil die Ware kommt aus China, für große Leinwände, dass die halt nicht zu breit sind. Also nicht 1 Meter mal 1 Meter quasi. Weil dann ist es für die immer schwierig, glaube ich, wegen dem Versand. Ich muss da mal mit meinem Händler sprechen und mal fragen, welche Größen. Und dann muss man das wahrscheinlich umrechnen auf Kilo, auf Kilo, wie viel Kilo Steinchen
Also wie viel Gramm Steine ihr braucht im Ganzen, wie viel Gramm das wäre. Und dann kann ich da auch einen Preis dazu machen, weil es ist ja unterschiedlich. Ne? Ein 40 mal 40er Bild kostet natürlich weniger als jetzt ein 80 mal 80er Bild sozusagen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber falls ihr da Interesse habt, da habe ich schon öfters jetzt drüber nachgedacht, ob ich das nicht vielleicht auch irgendwie aufnehme, falls ihr mal auch Lust an sowas habt. Ich weiß, dass viele jetzt auch an diesen Mystery-Bildern total Spaß habt. Und dann wäre es natürlich schon eine Idee, sowas auch aufzunehmen in den Shop. Ja. Also, fangen wir an. Ach halt, wir brauchen erstmal meine Restesteine. Ich fange jetzt, ich habe, ach hier ist Tesa noch. Ich fange jetzt mal an. Und zwar mit dem, ich muss mal kurz gucken, ich habe mich zwei Koffer mittlerweile. Das ist der Koffer mit den höheren Zahlen. Und hier habe ich den Koffer mit den niedrigeren Zahlen. Hier ist drin 1, 100 bis 900 habe ich hier drin. Da fangen wir jetzt an. Das sind mich jetzt sehr. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß, ich habe hier 152 auch mit drin. Dann brauche ich hier noch ein kleines Wattepad. Und zwar, ich habe hier Isopropanol, das ist ein Alkoholreiniger, der ist für Haushalt, Küche, Kosmetik und Hobby. Ne? Ich kann euch das gerne mal verlinken. Unten gibt es bei Amazon, das ist eine Literflasche, die hat mein Mann besorgt und das reicht einem echt ewig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Sticker runter mache, 152, dann bleibt mir immer so ein kleiner Kleberest und damit geht es super, ohne dass euch hier das irgendwie für Milch, also Milch, ich würde manche benutzen ja Nagellackentferner, da rate ich euch davon ab, vor allem bei so Plexiglas, das wird gerne milchig. Und ja, hier haben wir 152. Da brauche ich 780. Nee, halt. Ich bin auf einer falschen Seite. Da habe ich. Ich lege sie mal hier hin. 152. Warte mal, ich muss auf die andere Seite. Das ist das Symbol. Hier. 122, 52 brauche ich 765 Steinchen. Ja, 1000 passen ungefähr rein. Also, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich hier noch was drin habe in meinem Köfferchen. 152. Nee. Also gut. Aber dann kann ich hier. Habe ich schon mal das erste. Es ist auch so, beim Pattern Keeper. Zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist vielleicht auch interessant für euch, wenn ihr euch dann die Steinchen vorbereitet. Hier seht ihr zum Beispiel, ne, das ist jetzt das, was ich gemacht habe. 152 braucht 783 Steinchen. Der Pattern Keeper zeigt auch immer die DMC-Nummer an. Ihr könnt euch rein theoretisch, braucht ihr gar nicht das Symbol drauf machen oder bräuchtet euch gar keine Dings, sondern ihr könntet auch einfach sagen, okay, ich schreibe mir einfach nur die DMC-Nummer fortlaufend und schaut dann, wenn ihr dann paintet, 102, okay, das Symbol das, die 152 und nehmt dann eure, die 152 raus. Dann habt das auch schön sortiert und findet eure Fläschchen auch schnell. Nur so als kleiner Tipp. Ich glaube, ich lasse einfach meinen Pattern Keeper hier offen. Dann brauche ich die Mappe nicht. Das ist ein bisschen unhandlicher. Ich stelle einfach den Pattern Keeper jetzt mal hier drauf. Das brauche ich ja erstmal noch nicht. Und ja, genau, die 152 haben wir hier unten. Ich werde es wahrscheinlich auch so sortiert lassen, weil, wie ihr sehen könnt, haben wir nur Symbole. Ein paar ganz wenig Buchstaben, aber fast nur Symbole bei Heaven and Earth Design. Und was will ich denn da so? Wie will ich mir das denn sortieren dann? Wenn man Buchstaben und Zahlen und Sonderzeichen hat, dann kann man sagen, okay, man macht erst die Zahlen, dann die Buchstaben, dann die Sonderzeichen.
Aber hier habe ich nur Symbole. Ein paar Buchstaben zwischendrin. Und dann macht das keinen Sinn. So, dann haben wir die 154, die habe ich hier auch. Das kann man dann runter machen. Das ist noch von meinem alten, ne, wo ich mir mal gepixelt hatte. Und da brauchen wir 1800, das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch mehr. 154. Da haben wir sogar noch ein bisschen was drin. Das können wir eigentlich da noch reinkippen, würde ich sagen. So. Hier haben wir auch noch mal eins, aber das ist ein anderer Ton. Der ist mehr so bärig und der ist mehr so violett. Also so ein bisschen unterschiedlich. 54. Und dann haben wir noch mal ein dritt, noch mal eins, das ist so ein bisschen braun. Also da habe ich drei Farbnuancen. Aber von der habe ich am meisten. So, dann mache ich mir das einmal noch mal sauber. So. Und der Alkohol, der verfliegt halt auch super schnell. Es riecht zwar schon echt nach Alkohol, aber es verfliegt auch wieder ganz schnell. Also die liebe Honigrosa, vielleicht kennt ihr auch ihren Kanal, die macht gerade ganz toll bei Heaven and Earth Design. Und die hat es auch mit also Alkohol, aber die hat es mit Alkoholpads gemacht. Es gibt ja auch diese, ne, wenn man sich zum Beispiel spritzen muss oder so, diese Desinfektionsalkoholtücher. Mit denen könnt ihr es auch machen. 159. Mit die hier auch? Ne, die 161 erst. Also machen wir 159. Schauen wir mal, ob ich die in meinem Köfferchen habe. Hier in meiner Box. Ja, habe ich. Einmal. In einer Farbnuance. 159. Da brauchen wir 500. Und das wird auch nicht reichen. Muss mal gucken, ob ich hier irgendwo meinen Trichter liegen habe. Den habe ich hier nicht. Aber macht nichts. Nehmen wir uns einfach ein Schiffchen her. Geht auch. Also. 159. Haben wir auch. Aber halt noch nicht viel. Ne? Das sind vielleicht 200 Steinchen und 500 brauche ich. So, dann geht es weiter, die 160. Wir haben als nächstes die 161, die haben wir noch nicht, das haben wir noch nicht, die 160. 160. Und so könnt ihr halt super schön euch ein Set ja, zusammenstellen. Ja, von der 160 brauche ich 1400 Steinchen, das reicht mir hier nicht, was ich habe. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen sammeln. Mal gucken, was in meinen anderen zwei Bildern, ob da was vielleicht, in dem einen vielleicht. Na, ich painte ja gerade, das wie ihr gesehen habt beim von Diamondopoly, ne, einmal painte ich am Osterkalender, das wird auf jeden Fall fertig und auch am Happy Animal, das wird auch auf jeden Fall fertig und dann habe ich noch ein Mystery am Laufen. Das möchte ich eigentlich auch fertig machen, damit ich es nicht in den nächsten Monat reinnehme. So, dann haben wir die 161. Ah, die brauche ich gar nicht. Die habe ich ja schon hier. 161, brauchen wir 1529. Da brauchen wir, müssen wir auch auf jeden, muss ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen sammeln. Aber es läuft. Also bis jetzt habe ich noch keine Farbe, von der ich noch keine Steinchen habe. Mal sehen. Bin gespannt. Ich habe auch noch zwei Steinchen-Sets, die ich eigentlich noch hier reinketten muss. Da gucke ich auch noch mal rein. Und zwar einmal von einem Adventskalenderbild. Da habe ich ein paar Steinchen rausnehmen müssen aus so einem Set. Ich habe ja immer so Mystery-Bilder, ne? Da hebe ich mir immer ein Set auf, falls jemand mal Steinchen verliert oder irgendwo Steinchen nicht reichen, ne? Dass ich nachschicken kann. Und da habe ich auch ein Set, das ich da übrig habe. Und ja, so, 169, was kommt hier als nächstes? Das haben wir hier, 169. Da brauchen wir 1600 Steinchen. Also da muss ich auch noch ein bisschen sammeln.
Aber die habe ich extra gleich geguckt, na, als ich das aufgeräumt habe, dass ich mir da nicht, die habe ich ja nicht lernen müssen. Ne? Da brauche ich mir jetzt nur den Sticker hier drauf machen. Und, ja, oh, ich bin schon bei 40, bei 40 Minuten, meine Güte. Aber wird jetzt halt ein bisschen längeres Video. Wer das jetzt nicht alles angucken will und schon loslegen will, schon sich da auch so eine Kreuzstichvorlage kaufen möchte, bitte müsst jetzt nicht alles anhören, ne? Weil es wird jetzt ein bisschen noch gehen, denke ich, bis ich hier das abgekittet habe. Die 208, jetzt gucken wir mal, wo sind wir hier? 317 erst. Okay, die 208, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich die habe. 208, ja. Aber nicht viel. Wie viel brauche ich denn davon? 784. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch einiges sammeln. Einfach suchen. 208. Mach dann wieder zurück. Aber nicht viel, ne? Vielleicht 100 Steinchen oder so. Aber ja, ich kann trotzdem schon mal anfangen. Man kann ja trotzdem anfangen, ne? Man kann ja die Felder auch freilassen, die man und dann nachpainten, ne? Die man noch nicht hat. Weil die 300. Weil das stört ja nicht, ne? Man muss sich dann einfach das halt abgedeckt lassen, ne? Die Leinwand, dass man da nicht die Folie einfach wegschneidet. So, von der 300 brauche ich 139. Dann nehme ich einfach das hier. Ich glaube, das sind auch Harzsteinchen hier. Sind beides Harzsteinchen, oder? Ja, doch. Da brauche ich nicht viel Steine, ne? Da brauche ich jetzt nur 139 Steinchen. Das wird das hier reichen. Und dann habe ich die Farbe auf jeden Fall schon mal abgehakt. So, ich glaube, ich mache mir da auch eine kleine Notiz rein bei der 300, dass ich weiß, welche Farben ich hier nicht mehr auffüllen muss, ne? Mit einem Bleistift. 300 mache ich mir einfach hier ein Häkchen hin. Oder mache jetzt einfach, genau, hier habe ich genug Steinchen. Dann haben wir die 304. Die habe ich nicht. 304 habe ich überhaupt gar nicht. Das ist für ein Ton, das ist ein Rotton. Dann haben wir die 317, das ist die. Da brauche ich über 2000 Steinchen. Da muss ich auf jeden Fall noch sammeln. Aber 317 ist eine gängige Farbe. Aber wartet mal, die 304 machen wir trotzdem. Legen wir trotzdem ein Fläschchen an. So. Und dann haben wir die 317. Da haben wir aber schon einiges auf jeden Fall. Da können wir auf jeden Fall schon schön painten. Mal hier. 400 geht es da erst weiter. So, 317, 327 brauchen wir jetzt. Sechsundzwanzig und 27, die haben wir auch. Von der 327 brauche ich auch 2000 Steine. Ja, das ist halt so ein Violettton. Ja, ihr habt ja das Bild gerade vorhin gesehen. Da brauche ich auf jeden Fall mehr davon. Ne? Schön. Ich freue mich jetzt, dass ich so ein schönes Bild mache. Und es ist ein lizenziertes Bild. Ich habe eine schöne Artwork und habe da ein ganz tolles Bild, was ich mir umwandle. Also von Kreuzstich auf Dings. Ne? Ich finde das richtig cool. Bin mal gespannt, ob euch sowas auch gefällt, 370. Aber ich weiß auch, dass vielen
das nicht so viel Spaß macht, auf der Blankoleinwand rumzupainten. Kann ich auch verstehen. Es ist auf jeden Fall langwieriger. Da haben wir auch die 370. Also ihr seht, ich habe schon echt einiges an Farben. Ne? Also ich meine, klar, nach 4 Jahren Painten, da sammelt sich halt einfach was an. Und dieses Jahr ist sowieso ein bisschen wieder erfolgreicher im Painten. Und da werde ich sicherlich das ein oder andere Steinchen hier noch mit reinschütten können. Von der 370 brauchen wir 527 Steinchen, da muss ich nicht mehr ganz so viel, ne? Ein bisschen das Doppelte nochmal. So, dann geht's weiter. 372 haben wir auch. Und wie gesagt, heute hat Heaven and Earth Design. Ich glaube, meine Vorlage hat jetzt 6 Euro gekostet. Also ach, das muss man ja auch noch dazu rechnen, gell? Also sag mal, Pi mal Daumen, 30 Euro kostet dann das Bild. 60 mal 80. Und wenn ich mir überlege, dass bei Dreamer Design, wenn ich mir so ein lizenziertes Bild von 60 mal 80 zahle, dann zahle ich das Doppelte. Ne? Das Doppelte. Mindestens. Ja. 372. Zurück. So, dann haben wir die 413. Nee, das ist nicht 413. Oh, die haben wir bestimmt, oder? Ich glaube, das ist auch eine gängige Farbe. 413, ja, das ist so ein Grauton, genau. Und dann haben wir hier mehrere Nuancen. 2. 413. Ja, hier habe ich ein bisschen mehr. Wie viel brauche ich denn? 440 nur, dann nehmen wir das, wo wir ein bisschen weniger haben. Aber das ist jetzt so ein bisschen gemischt aus. Ich glaube, da habe ich 2 Farben nur ein bisschen zusammengekippt. Ja, mal das hier. Ach, genau. Aber da brauche ich nicht viel. Das heißt, die Farbe habe ich auch. Doch, halt, ich habe mich verguckt. Ich bin eine Zeile runter. Von der 413 brauche ich 1633. Das heißt, ich brauche eh... Das kann man eh ganz voll... komplett da reinkippen. Seht ihr mal, das sind ja nicht mal 1000 Steinchen, was ich hier in dem Beutel hatte. Aber, ich sag mal 800 vielleicht. Ja, super schön. Also, und das ist, denke ich, auch was ganz Besonderes, ne? Wenn man dann so ein Bild aus seinem Restestein gemacht hat. Wer da das nicht so mag, auf Blankoleinwänden rumzupainten, aber sagt, ach, ich habe trotzdem so viele Restesteine, wie kann ich das? Es gibt zum Beispiel die Janine X oder die Peach Moon Art, die haben beide auch Leinwände ohne Steinchen, die ihr kaufen könnt, also fertige Bilder. Und da könnt ihr auch eure Restesteine verwerten. Ich verlinke euch beide Shops auch mal unten in der Videobeschreibung. Gell? Ich will mal gerade einen Schluck Kaffee nehmen. Mal noch umrühren. Ich habe den Milch noch gemacht, bevor ich hier angefangen habe mit dem Video. Das ist jetzt auch schon 40 Minuten her oder länger. So, dann haben wir die 434. Das ist das hier. Da können wir einmal das drauf machen hier. So, da haben wir nicht viel Steine. Da haben wir noch ein paar hier mal noch gesammelt, weil ich habe, glaube ich, nicht jedes Mal, als ich gekittet habe, als ich das zurücksortiert habe, nee. 434, brauchen wir zwar nur 440, aber das sind vielleicht 100 Steinchen oder nicht einmal 100 Steinchen, ne? So. Dann brauchen wir nur ein Fläschchen. Dann haben wir die 436. 436. 35, 36 haben wir. Oh, da haben wir schon ein bisschen mehr sogar. 2, aber hier seht ihr, habe ich, glaube 2 Farben außen zusammengekippt. Da muss ich das mal mir Zeit nehmen und raussortieren. Von der 436 braucht man 935. Also so ungefähr ein Fläschchen. Mal gucken, wie viel es ist. 436. Ich glaube, wir können hier auf jeden Fall komplett leer machen. Das
sind aber auch Hartsteinchen. Das ist sehr schön. Ja, also es reicht noch nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch sammeln. Dann geht es hier weiter als bei der 500. Ich stelle mir immer eins raus, damit ich das nicht übersehe hier. Ne? So, 430, 471. 72. Ein, oh ja, da haben wir viel. Wie viel braucht man denn von der 4? Ach, da, oh, und da brauchen wir nur so wenig. Das ist ja wieder klar. Ne? Von der Farbe, wo man schön viel hat. Aber dann habe ich die Farbe schon komplett. Und zwar, da brauche ich hier 471, 263 Steinchen mehr, ne? Mal so halb voll. Ja, so. Das ist schon zu viel, aber ja, macht da nichts, ne? So. Die haben wir auf jeden Fall. Da kann man uns das gleich in. Kann ich mir das gleich abstreichen? Und zwar ist das jetzt die 471 gewesen. Die haben wir auch schon. So. Dann die 519. Das ist sogar die hier schon. Halt. So, so. Da muss man mal gucken, ob da was dazugewandert ist. Unter 519. Und 19. Da haben wir hier, das sind aber unterschiedliche Farbtöne. Viel brauchen wir denn von der 500? 141 Steinchen. Das ist ein bisschen zu wenig wahrscheinlich. Das heißt, habe ich noch ein Tütchen. 18. Ich werde die hier nehmen, das wird mir nämlich reichen. Ich schütte das mal hier um, dass ich das hier reinkippen kann. Ich hoffe jetzt nur, dass ich das irgendwie ordentlich da reingekippt kriege. Bisschen was daneben. Dann können wir die Farben außer hier zurückschütten in den Beutel. Da haben wir mich ein bisschen weniger. Aber ich brauche von der Farbe nicht viel. Ich brauche von der Farbe nur 141. Das heißt, das reicht mir. Sauber machen noch. So. 19. Kann ich das auch abstreichen? So, drei Farben haben wir schon. Tutti kompletti. 520. Da haben wir auch. Da brauchen wir wie viel? 878. Okay, das wird nicht reichen. Oder vielleicht hat einer von euch das ja auch schon gemacht. Kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja nichts Neues. Es gibt es ja, wie gesagt, im Diamond Painting Bereich ja schon eine Weile. Ne? Wie gesagt, im englischsprachigen Bereich sowieso. Ich weiß ja auch, dass viele von euch ja auch die englischsprachigen YouTuber gucken. So. 550 brauche ich viel. 2800. Aber da weiß ich, da habe ich sicherlich auch. Das ist mächtig, so eine ganz gängiger Lila-Ton. Wo bist du da? Den habe ich auch in zwei Farbnuancen. Dann nehmen wir natürlich die Farbnuance, von der wir am meisten haben. Es wird wahrscheinlich jetzt gerade so ein Fläschchen sein, denke ich mal. Ja,
Noch nette Mal. Ein halbes Fläschchen. Also da müssen wir auf jeden Fall, muss ich noch kräftig sammeln, aber 550 hat man ja, wie gesagt, öfters mal. Ach halt. 524 haben wir jetzt übersprungen. Macht nichts. 550. 524. Machen wir jetzt kurz. Die haben wir auch. Und von der brauchen wir 279. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen hier. Da werde ich auch noch ein bisschen sammeln müssen. Zwar nicht mehr viel. Vielleicht nochmal 100 Steinchen. Aber ein bisschen brauche ich da auf jeden Fall noch. Halt, da sind noch zwei grüne. Ja, und es wird jetzt so ein Projekt sein, das dann immer wieder, oh, das ihr immer dann immer wieder sehen werdet, wenn ich meine Reste Steinchen down kitte, dass ich dann das hier natürlich auch herhole und dann die Steinchen direkt in meinen Koffer reinsortiere, die ich dafür nutzen kann. Halt hier und dann machen wir die 550 hier und dann geht es schon weiter. Wo geht es hier? Asch bei der 700. Okay. Dann 550, 603. 603 haben wir in zwei Farbnuancen. Viel brauchen wir von der 603? 834, dann nehmen wir das, was wir am meisten hier haben. So. Ja, heute haben wir mal wieder ein bisschen schönes Wetter. Das genießt man richtig. Dadurch, dass ich das jetzt hier mit so einem Tesa verbunden habe, also ich habe das quasi die zwei Streifen ja zusammengelegt und dann einfach einen Tesa-Streifen, wird es so ein bisschen stabiler und lässt sich echt gut hier so aufkleben. Gefällt mir. 630 kann man wieder zurück machen. So, 6. Oh, was haben wir jetzt hier? 580. Oh, 580. Hoppla. Habe ich wieder eins übersprungen. 550 haben wir gemacht gehabt. Und dann kam 580 noch. Das habe ich übersprungen jetzt. Jetzt habe ich hier die 630. Das habe ich gerade gedacht. Das stimmt was nicht. Ich habe ja eine Zahl übersprungen. Ihr habt wahrscheinlich auch gedacht, Teddy klebt da eine ganz falsche Zahl drauf, wenn ihr es überhaupt erkennen konntet. Video. Das ist die 603, genau. Jetzt kommt die 580. 580 haben wir noch. Haben wir auch. Und von der 580 brauche ich 535. Das wird wahrscheinlich reichen sogar. Ich glaube, dass sich viele auch fragen, ja, woher weiß ich denn, wie viele Steinchen ich ungefähr habe von meinem Bestand. Also in so Fläschchen gehen um die 1000 Steinchen rein. Also könnt ihr sagen, okay, jetzt das ist ungefähr halb voll, das wird mir ungefähr reichen. Aber ich glaube, das sind noch nicht ganz so viel. Da muss ich noch ein kleines bisschen sammeln. Deswegen streiche ich mir das mal noch nicht ab. Dann haben wir die 640. 603? Ja, 640 stimmt. Die 640. So. Also, da könnt ihr euch immer abmessen, ne? Wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt ein ganzes Fläschchen, ich habe ungefähr 1000 Steinchen sind das dann, ne? So Pi mal Daumen könnt ihr euch da einfach langhangeln. Wenn ihr merkt, es reicht nicht, dann müsst ihr halt nochmal ein bisschen sammeln und fertig. Also, ich bin da ganz entspannt. Macht einfach eure Fläschchen voll und ihr könnt euch auch abwiegen und es auch ausrechnen, wenn ihr eine Feinwaage habt zu Hause. 640, da brauchen wir 878. Das reicht auf keinen Fall.
Dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ihr wiegt euch ab. Also man sagt so Pi mal Daumen. Ein 200 Steinchen sind 1,2 Gramm bei Harzsteinen. 1,2 Gramm ungefähr. Nur, dass ihr wisst, wie ihr rechnen müsst. Also 200 Steinchen sind 1,2 Gramm. So, 647. Brauchen wir 400 Steine. 46, 47 haben wir auch. Also wir haben jetzt, ich glaube, erst eine Farbe, oder? Die ich noch nicht hatte. Tatsächlich. Ist echt gut. Ist echt super. Aber okay, wir sind jetzt auch erst bei 25 Farben angelangt. Also ich brauche ja noch ordentlich. Da müssen wir auch noch sammeln. Ach, aber man kann halt schon loslegen, ne? Man hat von jedem ein bisschen was und man muss es ja auch nicht gleich fertig painten. Ne? Ich will ja das wirklich für meinen Reststein machen. Das ist so meine Intention dahinter. 648. Ich muss das mal zurücksortieren. 603. So, mal kurz das zurücksortieren. Die Tüte, ich sammle die irgendwie gerade. 24, so. Also 648 brauche ich jetzt. 47. 648. Hammer. Aber nur ganz wenig. Beige-Ton, ein braun Beige-Ton. Da haben wir nicht viel. 868 brauche ich davon. So. Da darf ich auch noch sammeln. Aber da könnte auch sein, dass ich bei meinem Osterbild vielleicht ein bisschen was übrig habe. 648, dann kommt die 666. Brauche ich 113 nur, aber also das werde ich auf jeden Fall hier komplett haben. Dann kann man uns die auf jeden Fall auch abzeichnen. So. Also ihr seht, ich schütte halt jetzt einfach ein bisschen was rein. Ich brauche nur 113 Steinchen, aber ich zähle mir das erstens nicht ab. Und zweitens, ich messe halt, also das sind jetzt ein bisschen mehr, ne? Aber wenn ich fertig bin mit dem Bild, kitte ich das ja wieder zurück in meinen Koffer, ne? In meinen Restesteinlager, was übrig ist. Also 666 haben wir. Okay. Dann 676. Und wie gesagt, im zweiten Teil zeige ich euch dann, wie ich vorgehe. Das zeige ich euch dann, sobald die Leinwand ist. Da ist aber Blümex ist da ja echt immer super schnell. Da brauche ich 915, also das wird mir auf keinen Fall reichen. Hätte ich auf jeden Fall noch sammeln müssen. So, dann die 677. Wie viel brauche ich da? 866 Steine. Das langt auch nicht ganz. Aber da habe ich schon ein bisschen mehr her, auf jeden Fall. Ja, und umso mehr Bilder ihr halt paintet das Jahr über, umso mehr Restesteine habt ihr natürlich übrig. Ich weiß, manche so erheben sich zum Beispiel nur Harzsteinchen auf, manche nur von bestimmten Firmen. Ich kippe ja alles zusammen, also ich denke, das sieht man nicht mehr dann am Ende.
Wir werden sehen. Wir werden sehen, wenn das Bild fertig ist. Ob es was ausmacht. Das ist ja auch dann für euch interessant, ne? Die 700. 415, ne? Wird auch nicht lang. Ob das was ausmacht beim Paint, also wenn man das ein Bild dann fertig gepainted hat, ob man das sieht dann am Ende, ob das gemischt ist oder nicht. Ne? Also das ist schon, glaube ich, interessant dann zu sehen. Hat man Lücken, große oder so, weil man zwischendrin halt auch Acrylsteine benutzt. Aber ich werde auch beim Painten darauf achten, dass ich nur die painte, wo auch gute Steine sind und Rest sortiere ich dann aus. Ne? Weil ich ja beim Downkitting jetzt nicht raussortiere, welche schlechte Steine sind oder so. Ne? Das mache ich immer beim Painten. So, die 701 haben wir auch. Heute mal 310 Steine, aber das langt auch nicht. Ist noch zu wenig. Dann haben wir die 703. Die 703 haben wir auch. Aber da haben wir auch nur ein paar. Wie viel brauche ich da? Von grünen, ja, wir haben ja auch viele Pflanzen da. Ne? Da brauche ich 185, zwar nicht viel. Aber das, was ich hier drin habe, ist auch nicht viel. Oh, schön. Ja, ich freue mich, wenn die Leinwand kommt. Dann mach mal, dann zeige ich euch das, ne? Also in den nächsten paar Tagen, denke ich, wird dann die nächste Folge kommen dann davon. Ich finde das so cool. Ich finde sowas immer sehr spannend. Und so, 703, da war mein stehen geblieben. Mal kurz gucken, ob ich das spiegelt so. Wo sind wir denn überhaupt von der Zeit her? Aber wir sind schon bei einer Stunde. Ich würde sagen, ich beende auch das Video jetzt, weil, wie gesagt, ich muss ja noch 60 Farben wegsortieren. Wir haben jetzt gerade mal 30 geschafft, die drei Reihen hier. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst mir dann gerne euer Feedback da. Ist das was für euch? Habt ihr da Interesse dran? Ich werde auf jeden Fall eine neue Playlist erstellen mit Cross-Stitch Conversion oder Cross-Stitch Umwandlung. Dying Painting. Ne, irgendwie so. Ihr werdet es ja sehen. Ihr werdet es finden. Und dann könnt ihr mir gerne da folgen, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr es ja auch schon selber gemacht. Ansonsten stöbert, guckt, sucht euch vielleicht eine schöne Vorlage. Wichtig halt, dass ihr guckt nach der Stichzahl, dass ihr DMC-Nummern mit dabei habt. Ne? Und ja, also wie gesagt, heute hat auch, wie gesagt, Heaven and Earth Design noch Rabatt. Also schlagt da gerne zu. Vielleicht findet ihr auch mehrere Vorlagen. Nur wichtig, rechnet euch die Größen aus, weil das sind wirklich große Bilder. In diesem Sinne. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Sonntag, falls ihr das Video heute anguckt direkt. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.